Willkommen im Drahtparadies. Hereinspaziert. Hallo, liebe Katja. Dankeschön. Bei uns im Norden ist es hier immer etwas stürmisch. Ne? Deswegen sind Frisuren teilweise immer etwas durch den Wind. Ja, dann freuen wir uns, dass ihr hier bei uns vorbeischauen wollt. Und dann kommt doch mal rein. Dann zeige ich euch gleich mal unser Drahtparadies. Oh, danke schön. Wir sind so neugierig. Kasi war auch neugierig, deswegen will Kasi mitkommen. Dann schaut doch mal. Ja, dann dürft ihr schon mal nach vorn gehen. Dankeschön. Und dürft da schon mal etwas zeigen. Ganz aufregend. Ja, das ist so unsere Drahtkollektion, die wir hier haben. In vielen, vielen, vielen verschiedenen Farben und Strukturen. Anleitungen lassen wir selber erstellen. Naja, und alles das, was man eben zum Drahten dazu braucht. Und das ist eben ein richtig schöner Arbeitsplatz. Da fühlt man sich auch wohl. Ja, und da hinten geht es dann noch weiter. Wow. Am liebsten würden wir anbauen, weil wirklich so viel an Draht und Zubehör gekommen ist. Denn das Werkzeug lassen wir ja auch selber produzieren. Und ja, ich würde vorschlagen, dass ich jetzt Kasi erstmal einen ganz, ganz tollen Knochen gebe. Dann ist er beschäftigt und dann erzähle ich euch noch mehr. Und dann kommt doch schon mal mit und geht schon mal in den Kursraum. Ich bin dann gleich wieder bei euch. Danke. Ja, und wie ihr seht, ist das jetzt unser Kursraum, den wir hier, oh Gott, das sind schon ein paar Jahre her, wo wir den haben umbauen lassen. Ich glaube, 2015 haben wir den Kursraum hier umgestaltet. Und hier wird gewerkelt und gearbeitet und gebastelt, eingetütet, Ideen werden hier kreiert, also ganz, ganz viele Sachen, was hier in diesem Raum vollzogen wird. Aber schön, dass ihr gekommen seid und es hat ja auch einen Grund, warum ihr gekommen seid. Nämlich, ich möchte mich ganz, ganz lieb und herzlich bei euch vielen, vielen Followern, also Abonnenten, bedanken. Ja, ihr habt jetzt über 5000 Abonnenten, habt ihr meinen Kanal abonniert. In der ganzen Welt. Also, und das finde ich so klasse, dass ich mich einfach mal bedanken wollte. Ich stehe hinter der Kamera und geniere mich manchmal so ein bisschen. Ich habe also ganz, ganz spät angefangen, meinen YouTube-Kanal für euch aufzubauen, weil ich immer nicht so in den Vordergrund wollte. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt musst du dich aber einfach mal zeigen mit Haut und Haar. Und hier stehe ich und lasse euch jetzt einen kleinen Einblick gewähren. Und damit ihr auch wisst, wie es hier so vonstatten geht, ich bekomme ja viele Kommentare und Zuschriften und Fragen, habe ich jetzt etwas Kleines für euch zusammengestellt, einen kleinen Ausschnitt mit unseren Kollegen und wo hier was gemacht wird. Und danach hole ich euch hier wieder ab und dann habe ich noch was ganz, ganz Besonderes. Also bleibt dran, wir sehen uns gleich. Ja, und hier befinden wir uns sozusagen auch in den Heiligen Hallen. Ich gehe jetzt mal und besuche mal unsere liebe Kollegin Anja. Die wird bestimmt ganz fleißig sein und wird schon packen. Für euch nämlich die ganzen Pakete. Hallo Anja. Hallo Katja. Anja hat den Shop mit aufgebaut vor ein paar Jahren und ist hier eine fleißige Biene. Also arbeitet schnell wie der Wiesel und auch sehr korrekt und ordentlich. Und wir sind froh, dass wir unsere kleine Perle Anja haben. Dankeschön.
Bitte, bitte, gerne, gerne. Ja, Anja packt jetzt hier gerade eine Bestellung und hakt natürlich auch alles ab. Das muss ja auch alles seine Ordnung haben und seine Richtigkeit. Und ja, das ist praktisch dann so unser kleines, unser kleiner Packraum. Wir packen dann aber hier auch zu viert, meistens immer montags, weil dann ist es wirklich etwas heftiger. Ja, und damit auch die Sachen alle gepackt werden können, wird ja einiges so vorbereitet. Und dafür haben wir jetzt zum Beispiel auch unsere liebe Janina. Und die besuchen wir jetzt mal. Also Janina hat hier erstmal alles umgekrempelt. Hallo Janina. Hallo. Janina ist hier hauptsächlich für die ganzen Perlen mit zuständig und für die neuen Produkte und hat auch neue Ideen und hat natürlich auch einiges umstrukturiert. Erstmal alles raus aus den Schränken, wieder neu eingeordnet. Ja. Und ist eben fest in der Planung. Und ich bin ganz froh und glücklich, dass wir Janina jetzt hier auch in unserem Team haben. Ja, und so läuft das dann bei uns ab. Da wird also fleißig gearbeitet, so dass ihr eben auch die neuen Produkte gerne bestellen könnt. Ich habe jetzt hier mal einen kleinen Einblick, so was dann eben so alles gemacht wird. Ja, dann werde ich auch nicht weiter stören und werde euch mal in Ruhe arbeiten lassen. So, jetzt befinden wir uns in einem weiteren Raum. Das ist ein Teil von unserem Kursraum, aber auch hier wird gearbeitet. Jeder Platz wird ausgenutzt. Und wen finden wir da? Ja, hier finden wir unsere Siggi, die natürlich immer fleißig dabei ist, einzutüten, alles vorzubereiten. Sie macht die ganzen Perlen. Also wirklich, es wird alles gezählt, portioniert, fertig gemacht. Die Drähte, die hier produziert werden, werden eingetütet, werden gelabelt. Also dafür ist sie zuständig und macht alles. Soll ich euch was verraten? Siggi ist die beste und allerbeste Schwiegermama der Welt. Also eine bessere könnt ihr gar nicht finden. Ja, das ist meine Schwiegermama. Das beste Stück im Stall sozusagen. Ja, Siggi, dann hau noch mal einen Schlag rein, ne? Wir brauchen noch eine ganze Menge. Ja. Und schön, dass du hier uns immer so fleißig mithilfst. Wir sind sehr, sehr dankbar. Mach's gut. Tschüss. So, dann werde ich mal Frau Buchhaltung. Ach, das ist unsere Siggi wieder. Hallo. Und das ist, ja, das ist unsere Frau Buchhaltung. Die kümmert sich drum, dass ihr auch alle fleißig schön bezahlt und dass alles in geregelten und gesunden Abständen verläuft. Genau. Und ich werde immer schön verpflegt von meiner Chefin Katja. Ja, das ziehe ich ja am Monatsende wieder ab vom Lohn. Das ist ja wohl klar. Nein, alles gut. Also wir sind sehr glücklich und sehr froh und freuen uns, dass du hier bei uns im Team bist. Ich freue mich auch. So, und jetzt gehen wir mal und öffnen die Tür zu unserem Herzstück. Hier ist natürlich alles verstaut. Unser kleines Vorratslager, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Da haben wir praktisch dann eure ganzen Schätze drin, was man eben so braucht. Und das wird natürlich auch alles hergestellt und vorbereitet. Und da gucke ich mal, ob hier auch wirklich gearbeitet wird. Ja, das sind unsere beiden. Das ist Sven, mein Mann. Und Günni, mein lieber Schwiegerpapa. Ja, und hier wird eben alles vorbereitet und hergestellt und dann eben zerhackstückelt sozusagen, verkleinert. Ja, hallo ihr Lieben, da seid ihr wieder und ich freue mich, dass ihr noch am Ball bleibt, dass ihr praktisch noch weiter wissen wollt, was man hier so werkelt oder gewerkelt hat oder was es sonst noch für eine Überraschung gibt. Sicherlich seid ihr auch wegen der Überraschung da. Ja, aber bevor ich die jetzt raushaue, werde ich erst noch mal etwas sagen. Mein allererstes Video war ja der kleine Schutzengel. Diesen kleinen Schutzengel, den habe ich selbst entwickelt vor vielen, vielen Jahren für eine Klinik hier bei uns im Hohen Norden. Das ist eine Mutter-Kind-Klinik. Da ist dieser Schutzengel genau vor 10 Jahren ins Leben gerufen worden. Quasi schutzengelig geboren. Und der ist so süß und hat so einen guten Anklang gefunden. Der ist praktisch in der ganzen Welt schon verstreut. Und viele meiner Drahtis, denn wir haben ja viele Drahtis, die hier fleißig immer werkeln, verkaufen diesen auch auf den Märkten, verschenken den an liebe Freunde oder an Einrichtungen. Und dieser kleine Schutzengel ist natürlich in 10 Jahren auch etwas, naja, gewachsen. Er ist moderner geworden.
Und damit dieses Video hier nicht ganz ohne eine kleine Anleitung bleibt, habe ich mir überlegt, dass ich euch hier nochmal den kleinen Schutzengel zeige. Natürlich jetzt, wie wir ihn heute machen und wie wir ihn auch verpacken und wie man den dann auch verschenken kann. Und ja, da will ich dann auch nicht länger euch warten lassen und fange dann schon mal an. Also ihr wisst ja immer, dass ich Mitte Brust, lange Arm sage. Ihr seht es ja nicht, aber Mitte Brust, lange Arm sind bei mir 80 cm, weil ich bin 1,60 groß und das ist ja die Spanne und davon die Hälfte. So wird das immer gemacht. Also Mitte Brust, lange Arm, das ist das immer. Bei den nächsten Videos wisst ihr dann, wie ich das auch meine. Und dann wird da so eine kleine Schlaufe gemacht. Also das ist ungefähr 2 cm. Und dann wird das richtig schön eingedreht, so 3-4 Mal. Mehr müsst ihr das gar nicht machen. Und dann hat man schon mal so einen kleinen Aufhänger. Übrigens ist der ganz beliebt bei den kleinen Kindern und auch bei den großen Kindern natürlich. Und dann zwackt ihr euch das hier schön ab. Und dann kommt zuerst ein Perlenkäppchen. Und das ist nämlich noch nicht so gewesen bei dem ersten Video. Das ist also wirklich ein ganz, ganz kleines Käppchen, was wir jetzt hier so reinsetzen. Und das müsst ihr natürlich über den Kopf setzen. Also verkehrt rum. Weiß nicht, ob man das so richtig schön sehen kann. So, das lassen wir jetzt plumpsen. Wir haben ja hier unten unsere kleine Schlaufe. Und dann bleibt der auch da hängen. Und dann kommt natürlich eine 8 mm Perle drauf gesetzt. Ich habe hier eine ganz, ganz tolle Regenbogenoptik genommen. Und dann natürlich auch den Flügel. Und den setzen wir auch verkehrt rum. Und ihr wisst ja, verkehrt rum ist das Gegenteil von richtig. Und wenn ihr euch den jetzt hier so hinhaltet, dann ist der Engelsflügel nach oben. Das ist unser 3 mm Rollstab. Auch den lassen wir selber produzieren von einer Firma. Und der hat hier so einen wunderbaren Schlitz an der Seite. Und da steckt ihr den rein. Und dann ist der wie so ein Widerhaken. Und dann braucht ihr euch das nur noch aufdrehen. Und ganz wichtig, damit ihr auch keine Krämpfe bekommt, immer vom Körper weg. Also den Stab, immer vom Körper weg. So, ich gebe jetzt hier mal ein bisschen Gas, damit das auch ein bisschen schneller geht. Und dann haltet ihr hier vorne fest und zieht das einfach so ein bisschen nach oben. Dann rutscht euch das auch nicht raus und ihr habt Platz, um das weiter aufzuwickeln. Ich habe jetzt hier die Farbe Türkis genommen, weil ich habe vor vielen Jahren einmal eine Recherche betrieben. Gerade in der Mutter-Kind-Klinik war das. Da habe ich immer gedacht, die Mädchen, natürlich auch Jungs, aber die Mädchen, die werden rosa nehmen, die werden Flieder nehmen, lila nehmen, pink. Ja, und ich habe alles aufgeschrieben, wirklich über ein Jahr. Und es kam was ganz Erstaunliches raus, es war Türkis. Also war Türkis die meistgekaufteste Farbe überhaupt. So, und dann habe ich den kleinen bis hier oben schön draufgesetzt. Ich mache dann immer mit den Kindern noch einen Klappertest. Und wenn es klappert, viele wissen das, bei mir an den Kursen habe ich das ja immer gezeigt, dann ist er noch nicht fertig. Also schön bis ransetzen, dass er nicht mehr klappert. Aufpassen, dass das kleine Matzeputzel jetzt nicht köpft. Wir haben es also ganz normal abgezogen und dann mit dem Fingernagel am letzten Ende hier einmal festhalten und am Flügelchen und ungefähr so 30 cm, das war's, eine kleine Schlaufe machen, festhalten, das ist die sogenannte Festhalteschlaufe und dann wird praktisch dieser kleine Schutzengel hier umwickelt. Oben rüber, unten durch, hinten lang und das Ende wird hier in das kleine Bäuchlein gesteckt. Das piekst ja sonst und das wollen wir nicht. Und dann wird er einfach ganz, ganz süß geformt, geknuddelt und fertig ist unser kleiner Schutzengel. So, und da die Mädchen ja diesen an einem Band gerne hätten, kommt er natürlich noch an einem schönen Organza-Band. Und da hat die kleine Prinzessin doch eine ganz, ganz tolle Kette. Und ihr könnt so einen Schutzengel natürlich auch verschenken. Und dafür haben wir unsere Schutzengelkarten. Da steht ein Schutzengel nur für dich. Und diesen könnt ihr dann natürlich auch in solche kleinen Tütchen mit reinsetzen. Und ich habe immer das gemacht bei uns in dem Shop. Also alles das, was ich im Video für euch zeige.
Das gibt es auch bei uns im Shop zu kaufen. Keiner muss es im Shop erwerben. Ich freue mich natürlich drüber und die Kollegen auch. Aber ich weiß ja, wie es ist, wenn man selber immer etwas sucht und nie findet und dann muss man Recherche betreiben. Wo bekommt man das? Wo bekommt man das Band? Und so ist alles unter Dach und Fach. Ja, und damit wollte ich mich jetzt hier einfach nochmal ganz, ganz lieb bedanken und gebe doch gerne diesen Schutzengel an euch Follower weiter. Und ich denke mal, ihr werdet euch darüber bestimmt freuen. Ihr Lieben, das ausführliche Video von dem kleinen Schutzengel, das könnt ihr natürlich in meinem allerersten Video euch nochmal richtig anschauen. Da ist dann auch die Nahaufnahme. Ganz wichtig, was ich euch jetzt nochmal zeigen möchte, ist, wenn ihr in meinem Kanal seid, ich mache das jetzt mal hier so an, dann seht ihr ja, dass ich dann immer etwas schreibe. Zum Beispiel, ich werde das mal ausmachen. So, dann seht ihr ja zum Beispiel, dass ich schreibe, ihr Lieben, in diesem Video zeige ich euch, das ist jetzt die Pusteblume, und dann steht immer, das ist jetzt leider hier auf dem Tablet nicht zu sehen, aber weiter ansehen in Großbuchstaben, und da klickt ihr drauf. Und wenn ihr da drauf geklickt habt, dann könnt ihr sehen, dass ich alles verlinkt habe, was ihr benötigt. Ihr benötigt für die Blüte, also weil das jetzt die Pusteblume ist. Und wenn ihr dann direkt da drauf klickt, dann seid ihr auch im Shop. Also es ist wirklich spielend einfach und wunderbar leicht und ja, das nur noch mal als kleiner Hinweis. Ja, und jetzt kann ich euch noch ein kleines Highlight auch noch mal zeigen. Das ist unsere Prototapete, die wir uns eigens haben erstellen lassen vor vielen Jahren. Da sind so ein paar meine Anfängerstücke mit drauf. Und das finde ich immer ganz witzig, weil jeder fängt ja auch mal klein an und entwickelt sich. Und von daher bin ich da auch ganz, ganz dolle stolz drauf. Jetzt aber habe ich noch was ganz, ganz Besonderes für euch. Ja, ich kann es nicht, wie soll ich sagen, ich freue mich total über euch, 5000 Abonnenten, eigentlich jetzt ja schon 5060 Abonnenten, also schon drüber. Und wir haben mittlerweile über 500.000 Klicks und dafür möchte ich mich so herzlich bedanken, dass wir uns gedacht haben, wir hauen mal einen richtig raus. Da seid ihr doch bestimmt mit dabei. Also, wir wollen jetzt ab sofort, könnt ihr 20% auf unsere Artikel im Shop bekommen. Natürlich jetzt für die Großaktion nicht, also für die Sparpakete, das geht leider nicht, aber auf alle Artikel sonst bekommt ihr 20%. Ihr könnt so oft bestellen, wie ihr wollt, so wenig bestellen, wie ihr wollt, denn die Rabattaktion, die geht noch bis zum 30.06.2021. Also das Jahr sage ich ja dazu, weil das Video ja nicht nächstes Jahr wieder rausgenommen wird. Also bis zum 30.06. habt ihr noch das lange Vergnügen zu sammeln oder mehrfach zu bestellen, wie ihr das möchtet. Das ist praktisch das Ganze oder unser Dankeschön vom ganzen Team an euch, liebe Abonnenten. Ja, und jeder Abonnent wird sich darüber freuen, dass er vielleicht die 20% ja, für sich nimmt. Und damit ihr jetzt nicht ganz leer ausgeht, weil ich möchte mich jetzt gleich von euch verabschieden, bin aber auch gleich wieder für euch da, habe ich natürlich etwas ganz Besonderes gemacht. Ich habe euch ja gesagt, dass ich dass Schmuck kommt. Und in dem nächsten Video, also im Anschluss, könnt ihr das gerne sehen, habe ich euch ganz, ganz tolle Sachen gezaubert. Und die will ich euch jetzt nicht vorenthalten lassen. Auch wieder einen tollen Ring. Und man kann Ohrringe machen. Der ein oder andere hat es bestimmt schon als Goodie mit in sein Päckchen gehabt. Und wie natürlich diese Drahtblüte geht, weil die ist mit 6 Blüten, das zeige ich euch in einem der nächsten Videos, nämlich im nächsten Video. Bis dahin freue ich mich, euch wiederzusehen. Bis gleich, ihr Lieben. Herzlichen Dank nochmal. Macht's gut. Eure Katja.